Brunsbüttel sind wir unterwegs und liefern da schon kommerziell aus. So, ich habe die Präsentation mal ein bisschen aufgrund des Wetters heute angepasst. Und ihr seht, nicht alle sind ganz zufrieden auf diesem Bild. Ja, da gibt es einen, der da hat irgendwie kein Eis abgekriegt und das ist natürlich bei 30 Grad ein bisschen uncool. Aber warum ist er denn traurig? Man könnte ja einfach sagen, hey, geh doch und kauf dir ein Eis. Warum ist er traurig? Weil er sich da hätte anstellen müssen. Und weil seine Eltern weder die Starship-App runtergeladen haben, noch wissen, wie der kleine Lieferroboter funktioniert, der ihm eigentlich das Eis hätte bringen können. Deshalb will ich euch zeigen, damit euren Kindern oder euren Freunden das nicht so geht, was Starship ist und was wir hier eigentlich machen. Wir bauen das effizienteste den effizientesten Lieferservice in der Nachbarschaft auf. Das könnt ihr euch quasi so vorstellen wie ein Taxi-Service. Überall sind kleine Roboter verfügbar und der Nächste, der einen braucht, ruft sich den. Wie wird sich das auf die Städte auswirken? Es gibt, die Hamburger unter euch werden es wissen, auf der Stresemannstraße, Max-Brauer-Allee sind schon die ersten Dieselverbotszonen sozusagen ausgerufen worden. Jeder, der Auto fährt, kennt die FedEx, UPS und DHL-Trucks, die in zweiter und dritter Reihe parken. Jeder, der, so wie ich, eine Wohnung mit einem Kopfsteinpflaster vor der Tür hat, da braucht der DHL-Mann eigentlich nicht klingeln, weil der morgens schon direkt hört, dass er kommt. Und das hat auch jeder, mir selber ist es gestern wieder passiert, ich habe eine Notifikation gekriegt von DHL, wir kommen zwischen 8 und 18 Uhr, schön darauf gewartet, weil es ein Geburtstagsgeschenk war und leider sind sie nicht gekommen, nur einen Zettel reingelegt, wir haben sie nicht angetroffen, was nicht stimmt, sondern das Wetter war wahrscheinlich zu schön. Einen anderen Aspekt, den man auch gerade mit so hochmodernen Robotern gar nicht vielleicht sofort assoziiert, ist auch das Thema alternde Gesellschaft. Das heißt, vielleicht bin ich noch fit genug, in den Supermarkt zu gehen, mir meine Sachen selber auszusuchen, aber wie kriege ich denn die Einkaufstaschen nach Hause? So, dann kann ich natürlich entweder ein Taxi nehmen, nicht ganz günstig, sind Taxifahrer auch nicht so begeistert, wenn ich nur 500 Meter weiter wohne. Ich kann Pflegepersonal mitnehmen, was auch nicht deren Kernkompetenz ist. Das werden sie zwar hinkriegen, aber dann können sie mich nicht pflegen. Und das hat ja so einen ganzen Rattenschwanz an Implikationen. Und der letzte Punkt, und das ist das, warum wir glauben, dass es funktioniert, wir wollen halt einen sehr, sehr kompetitiven Preis anbieten. Das heißt, für 1-2 Euro kann sich jederzeit einen Roboter rufen, beziehungsweise man ruft sich eigentlich keinen Roboter, sondern man möchte ja das Produkt haben, man möchte ja nicht einen Roboter haben. Das heißt, wenn ich abends mit Freunden beim Essen sitze, vielleicht der Rotwein doch besser schmeckt, als man denkt und die letzte Flasche gerade geleert wurde, was macht man? Meistens sagt man nicht, ja, ich gehe mal eben 20 Minuten los und hole eine neue Flasche Wein. Man würde wahrscheinlich für eine Flasche Wein, die 10 Euro kostet, auch keinen Kurierdienst in Anspruch nehmen. Und wenn man es bei Rewe oder Edeka bestellt, dann liefern die auch nicht in der nächsten Stunde. So, das ist das Versprechen, was wir geben. Und dasselbe oder ein ähnliches Konzept haben wir für Campusse, das heißt große Bürokomplexe, Fabriken, Industriegelände, wenn wir mal an Airbus denken in Finkenwerder, das ist eine eigene Stadt für sich, das sind riesige Wege, die Ingenieure laufen teilweise einen Kilometer, um von der Instandhaltung ein paar Schrauben zu holen, die sie brauchen, um die Maschine zu reparieren. So, Hamburg hat nicht die geringsten Löhne, das heißt, das ist ein relativ schneller Business Case für Firmenkunden. Das hatte ich eigentlich schon gesagt, das sind eigentlich die Punkte, die wir sozusagen unseren Kunden versprechen. Aber wir sind ja hier auf einer Marketingveranstaltung und euch interessiert wahrscheinlich, wie reagieren denn eigentlich die Leute auf den Roboter? Das heißt, was macht den eigentlich aus? Was ist die Neuheit? Und da würde ich euch gerne gleich einen kurzen Film zeigen und sagen, wo wir überall tätig sind. Aber was das Spannende daran ist, und ich war gestern noch auf einer anderen Konferenz, da ging es auch um das automatisierte Fahren. Das meiste ist Zukunftsvision. Das fliegende Helikopter wurden da von Airbus vorgestellt, so Helikopter-Taxis, autonom fahrende Autos. Ihr kennt vielleicht das ein oder andere Projekt Moja hier in Hamburg, wo autonom fahrende Busse, da reden wir über 2021 oder 2025. Aber das sind alles Modelle und Animationen, die ihr da meistens seht. Bei uns
seht ihr, ihr seht erstens den Roboter live und ihr seht auch keinen Prototyp. Wenn ihr das schon mal gesehen habt hier, der ist auch relativ dreckig, weil der halt im Einsatz ist. Der funktioniert. Wir sind mittlerweile in 5 Ländern, haben über 200 Mitarbeiter, also das klassische Startup sind wir nicht mehr. Wir haben sehr viel Know-how, da zwei unserer Gründer die ehemaligen Skype-Gründer sind. Und Skype ist ja sicherlich jedem ein Begriff, vielleicht auch, dass es sehr erfolgreich sogar zweimal verkauft wurde. Das heißt, wir sind nicht drei Jungs mit einer fixen Idee und 100.000 gesparten Euro auf dem Konto, sondern das Unternehmen ist schon ein großes Unternehmen mittlerweile mit 200 Mitarbeitern auf 2 Kontinenten und in 8 Ländern. Und da mal ein paar Impressionen. Wir haben in über 100 Städten haben wir diese kleinen Helfer getestet, weil es natürlich immer einfach zu sagen, wir fahren bei schönem Wetter in Hamburg in Eimsbüttel über die Osterstraße. Wir haben es in Tallinn, wo unsere Zentrale ist, also es ist ein europäisches Unternehmen, in Schnee bei minus 40 Grad getestet. Wir haben es im Silicon Valley, wo wir eine Dependance haben, bei plus 50 Grad getestet. Man kann es für Pakete nutzen, man kann aber auch, oder es wird auch für Essen benutzt, hier in Hamburg, für Domino's, wenn ihr in Eimsbüttel wohnt, rund um den Hellkamp. Die Domino's-Filiale kennt vielleicht jemand. Wenn ihr bestellt und innerhalb des Radius wohnt, wo der Roboter liefert, kann es halt sein, dass der Roboter kommt oder der Pizzafahrer. Und umso mehr Roboter bald zur Verfügung stehen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dann das Essen von Foodora oder von Domino's über den Roboter geliefert kriegt. Genau, hier ein paar Impressionen. Na? So, warum kann ich hier stehen und sehr selbstbewusst sagen, was wir machen und warum wir das so machen? Ihr müsst wissen, die kleinen Roboter die fahren auf dem Gehweg mit 6 km/h Maximalgeschwindigkeit, weil ab 6,1 wird es rechtlich als Fahrzeug für die Straße eingestuft. Das heißt, die Auflagen gehen exorbitant nach oben und ich kann euch sagen, selbst die Auflagen für so einen kleinen Roboter, wir sind sehr eng im Kontakt mit dem Bundesverkehrsministerium, um sogar die Straßenverkehrsverordnung zu ändern, weil er halt ein neuer Verkehrsteilnehmer ist, dementsprechend Rechten und Pflichten hat. Mit 6 km/h haben wir schon über 170.000 Kilometer weltweit gemacht. Und das ist nicht Testgelände, das ist Eimsbüttel, Schanzenviertel, Innenstadt von London, Washington DC, Silicon Valley, San Jose, Tallinn, Zürich, einige Städte. Wie gesagt, über 100 Städte. Haben über 10.000 kommerzielle Lieferungen wirklich an Endkunden ausgeliefert, deshalb ist keine Zukunftsversion, das ist die Realität. Haben dabei über 1,5 Millionen Straßenüberquerungen gemacht, weil es ist ja eine Sache zu sagen, ja, ich fahre so im Schritttempo über einen Gehweg, aber wie komme ich denn über eine Straße? Natürlich bevorzugen wir Ampeln, aber auch das muss der Roboter ja wissen. Wie kommt er darüber? Wann ist das eine Ampel? Und die Technik gibt es her. Also das ist Wahnsinn. Wir sind in Deutschland, habt ihr vielleicht auch gesehen, müssen wir den Roboter noch begleiten. Das ist einfach nur eine rechtliche Geschichte. Der Kollege, der hinterherläuft, der steuert den nicht. Das ist auch so ein bisschen frustrierend, weil der Roboter fährt von alleine und nur, weil die deutschen Behörden die Verkehrsverordnung anders interpretieren als andere Länder, muss der noch begleitet werden. Aber wie gesagt, da sind wir dran und sobald diese Änderung in der Straßenverkehrsverordnung erfolgt ist, werdet ihr auch sehr viel mehr Roboter sehen, weil Roboter kann ich schnell neue rekrutieren. Da habe ich morgen 20 neue Mitarbeiter von denen, aber wenn ich dafür natürlich noch 20 andere Mitarbeiter einstellen muss, dann ist der Business Case nicht mehr so ganz vertretbar. In England fahren die schon komplett autonom, in den Staaten, in 11 Bundesstaaten, Estland, Finnland, wir sind mit den niederländischen Verkehrsbehörden in Kontakt und auch mit den anderen europäischen Ländern, das heißt, das geht vorwärts. Na? Was ich euch jetzt nochmal gerne zeigen würde, ist, wie sieht denn das aus, wenn der fährt? Ich meine, so sieht ja ganz schick aus, man möchte den am liebsten knuddeln, aber der steht halt nur rum. Deshalb habe ich euch ein kleines Video mitgebracht aus dem Silicon Valley. Kann aber überall sein, ist jetzt halt nur da, weil das Wetter schön war und der Campus groß. Macht sich auf dem Video ein bisschen besser, aber so sieht das auch in Hamburg auf dem Mercedes-Werk zum Beispiel aus, mit anderen Anwendungen. So, dann hoffe ich, dass der Ton auch funktioniert und würde sagen, starten wir mal das Video.
have never seen a robot like this. It has to be the first time. What is this thing? My first reaction when I saw the robot, I said, what? You're gonna do what? You're gonna do how? Okay. Rather than spending time in line waiting for food or coffee, or having to stay nearby to the cafeteria, our technology allows employees more freedom to spend time how they want, where they want. Whether it's having a late lunch at your desk during a busy day, or going outside and enjoying a snack with colleagues, our robots can help. So what we're doing is, we're using robots to autonomously deliver food, drinks, and snacks to customers. We're enabling everyone to order food directly to their building or anywhere they want outside. Beyond the convenience of having food delivered, we aim to save people time. So how does it work? A campus employee or visitor will go to starshipdeliveries.com. Download the app on your mobile device, and you're in there. That's it. Start ordering food today. They open the app, and they're presented with many options that are available from the local cafeteria. You can get a burger. You can get a Philly cheesesteak. You can get popcorn. You can get whatever you want. They drop a pin on the map, and that pin represents where they're going to meet the robot. They finalize payment, and then they go to a screen that says how long it'll take till the robot arrives. Typically, this is 15 minutes or less. The kitchen receives a notification that a customer has just placed an order through the Starship app. When we get an order, we stop what we're doing, we make that order first, get it out quick as we can. While the kitchen is preparing the meal, the robot starts to travel from either its most recent meeting point or from a staging area to the kitchen itself. The kitchen then places the meal in the robot and then dispatches it to the customer. The customer will receive a notification that says your robot's en route. The robot uses the most efficient and quickest method to drive autonomously to the customer. The customer will then receive another notification when the robot has arrived at the meeting point. The customer is then notified to come down and meet the robot. They'll be able to then unlock the robot and take their food. So this small little cute robot delivered my lunch today. I just love getting my food out to the masses. This is a different, better way to do it. I would absolutely use this service again, probably tomorrow. Ja, wie geil ist das denn? Und die Amis freuen sich noch mehr, weil dann brauchen sie nicht 20% Tipp geben, weil der Roboter nimmt kein Bargeld an. Genau, jetzt habt ihr gesehen, wie es auf einem Campus funktionieren kann. So funktioniert es für einen Supermarkt in England zum Beispiel. Da habe ich dann halt keinen Burger, sondern suche mir eine Flasche Cola, eine Flasche Wein, einen Käse aus. Wie würde das aber bei euch funktionieren? Weil ihr habt gesehen, die Kollegen laden sich eine App runter. Das muss man gar nicht. Domino's kann jedem von euch oder Foodora, jedes Restaurant, kann euch Essen schicken. Und alles, was ihr braucht, ist eine Adresse. Und ein Smartphone, also eine Telefonnummer für ein Smartphone. Ihr kriegt den Link geschickt, da klickt ihr drauf, dann seht ihr genau das. Wo ist der Roboter? Wie lange dauert es noch bis zu euch? Könnt noch, keine Ahnung, duschen gehen, weil es dauert noch eine halbe Stunde. Und wenn er dann vor der Tür steht, kriegt ihr eine zweite SMS mit dem Öffnungslink. Das heißt, der ist natürlich normalerweise verschlossen, weil ihr wollt ja nicht, dass jemand euch eure Lieferung klaut auf der Straße. Und genau, damit öffnet ihr den dann, das ist ein Unikatslink, fertig. Das Ganze dauert 30 Sekunden, es ist super praktisch, funktioniert 1A. Wie wird das wahrgenommen? Eine der häufigsten Fragen ist natürlich, ja, was macht ihr denn, wenn die geklaut werden, Vandalismus? Deshalb, bevor ich den Fragewürfel hier rumwerfe, greife ich dieser Frage einfach mal vor, weil sie hundertprozentig sowieso kommen wird. Paar Antworten dazu. Erstens, das Gesetz der hohen Zahlen. Ein paar Idioten gibt es immer. Wir haben mittlerweile bei diesen 170.000 Kilometern ungefähr 20 Millionen Leute getroffen. Das ist natürlich hochgerechnet auf die Kilometer, die wir so am Anfang gemacht haben, wo wir das wirklich manuell getrackt haben. Bei 20 Millionen Leuten, dass es irgendein Idiot gibt, ist klar. Es lässt sich nicht vermeiden. Unser erstes Büro war hinter der Roten Flora im Schanzenviertel. Supergeiler sozialer Test, super soziale Testumgebung. Ich will euch auch nicht verheimlichen, dass wir das ein oder andere Tag auch mal auf dem Roboter hatten. Eine schöne weiße Oberfläche, das zieht Eddinger einfach an. Aber insgesamt ist das überhaupt nicht so schlimm, wie wir es befürchtet hatten. Warum? Erstens,
sieht da cool aus. Also man ist jetzt nicht so ein Ding, wo man sagt, das sieht so scheiße aus, das will ich direkt treten. Zweitens ist er relativ schwer, das heißt, wenn ich ihn hochhebe, renne ich damit nicht weg. Hat einen sehr lauten Alarm, ist auch nicht so angenehm. Wir haben ein sehr cooles Experiment gemacht, was ich auch gar nicht gedacht hätte, so zur sozialen Akzeptanz. Wir haben in England, wo die wirklich komplett autonom fahren, eine ganz große Flotte, haben wir den umgekippt und geguckt, wie lange dauert es denn eigentlich, bis jemand kommt und ihn aufhebt. Haben das einmal ohne, dass er irgendwas gesagt hat. Dann haben wir mit einer Frauenstimme, hallo, können Sie mir bitte helfen, und mit einer Männerstimme. Erstaunlicherweise war Männer- und Frauenstimme gar nicht so ein großer Unterschied. Es hat in 95% der Fälle weniger als 3 Minuten gedauert, bis irgendwer gesagt hat, oh, da liegt ein Roboter, dem helfe ich mal auf, was ich schon ziemlich cool finde. Und es ging sogar so weit, dass unsere Mitarbeiter angegangen wurden von den Leuten, als sie den halt wieder auf die Seite gelegt haben, weil wir ja das Experiment weiterführen wollten, dass sie gesagt haben, ey, was machst du denn da? Du kannst doch nicht einen Roboter umkippen, sonst nicht 3 Roboter. Also das ist Wahnsinn, wie schnell die Leute sich dran gewöhnen. Ihr seht hier ein bisschen was, Hunde zum Beispiel haben auch überhaupt keine Probleme, Kinder lieben das Ding. Kleine persönliche Geschichte, letzte Woche war ich mit dem Roboter bei meiner Schwester, meine Nichte, die ist 4 Jahre, die hat den noch nicht gesehen vorher und ist natürlich komplett wahnsinnig geworden, hat erstmal allen auf der Straße Bescheid gesagt, also, da wohnen super viele Kinder, die sind natürlich dann alle drumherum so, ah, was macht ein Roboter, das heißt, der kann nicht mehr fahren, dann habe ich gesagt, Leute, stellt euch doch einfach eine Schlange. Und dann gab es wirklich fast eine Schlägerei unter 4-Jährigen, wer am nächsten hinter diesem Roboter herlaufen darf. Also es ist Wahnsinn. Kinder lieben das, Tiere haben überhaupt kein Problem. Und was auch sehr erstaunlich ist, und wir haben eine Funktion bei uns im Unternehmen, die nennt sich Human-Robot Interaction Design. Das ist jemand, der hat sogar darin promoviert, also es ist echt ein sehr, sehr smarter Kollege. Die machen verschiedene Studien auch, wie die Leute reagieren. Und was echt erstaunlich ist, dass 80% gar nicht reagieren. Also in Eimsbüttel zum Beispiel, die Leute haben sich schon so dran gewöhnt. Ich weiß, ich habe gerade 1, 2 Gesichter nicken sehen. Ja, man nimmt den noch wahr, aber die meisten Leute daddeln dann halt weiter auf ihrem Telefon rum, in der nächste WhatsApp. Was richtig, richtig cool war, also da haben wir uns auch total gefreut, und das ist auch vielleicht jetzt ein bisschen eher so diese Marketingseite für euch interessant. Als wir in England angefangen haben, mit dem Supermarkt, also vom Supermarkt aus Sachen auszuliefern, haben wir super viele so Dankeschön-Bilder und sowas von den Kindern gekriegt. In den sozialen Medien wurde das total gehypt. Und was ich noch spannender fand, das kann ich euch jetzt nochmal zeigen. Also hier ist einfach so ein paar Ausschnitte aus den sozialen Medien. Hier unten sieht man auch dieses Thank you so much. Because it spoke, weil er kann nicht reden in dem Sinne, aber er kann ein paar Sätze sagen, zum Beispiel, hallo, ich bin Starship-Lieferroboter, bitte lassen Sie mich durch, ich bin bei der Arbeit, oder viel Spaß mit Ihrer Lieferung. Es kommt super an, oder das hier fand ich auch ein super, super Bild, das kann man vielleicht nicht ganz erkennen, aber hier haben Kinder zur Halloween, haben sich ein Roboterkostüm nachgebaut, also hier ist das Kind. Und das, nachdem wir da 3, 4 Wochen unterwegs waren. Also da sieht man, wie schnell die Leute auch die Roboter lieben lernen. Noch beeindruckender fand ich, wir haben 5 Tage ausgeliefert in Milton Keynes, in dieser Stadt in England. Und dann mussten wir den Service leider aufgrund von kleinen politischen Querelen, da war das eine Ego des Politikers größer als der andere, und dann mussten wir den 2 Tage einstellen den Service, und die Leute sind echt verrückt geworden. Also ich habe echt auf Facebook, ey, wie könnt ihr das nur machen, wie könnt ihr uns das antun? Und das nach 5 Tagen. Also ich meine, das ist schon echt krass. Und auch als wir dann wieder weitergemacht haben, waren sozusagen so Liebesbekenntnisse, endlich kann ich wieder meine Sachen bestellen. Also total faszinierend, wie so ein kleiner Roboter sozusagen so schnell von der Gesellschaft auch nicht nur akzeptiert, sondern wirklich fast adoptiert wird, möchte ich sagen. Hätten wir auch nicht unbedingt erwartet. Also er ist zwar schon so designt, dass er auch freundlich aussieht, aber man weiß es halt nicht. So, nächste Folie. Genau. Jetzt vielleicht ein bisschen mehr was Technisches. So, wie funktioniert denn das Ganze? Und warum funktioniert es schon? Also im Prinzip können wir alles transportieren, was reinpasst. Wenn ihr den Deckel aufmacht, könnt wir sind nachher auch noch hier. Also das heißt, ihr könnt den auch noch mal streicheln und ein paar Selfies machen. Alles, was reinpasst, bis 12 Kilo, also offiziell vom TÜV zugelassen bis 20, aber wenn er voll beladen ist, dann muss sich der kleine Motor und die Batterie auch schon ordentlich anstrengen. Thema Batterie kommt auch auf die Frage, ja, wie macht ihr das denn
Das Schöne ist, wir sind kein Tesla. Wir fahren nicht an die Steckdose und müssen dann 4 Stunden warten, sondern wir tauschen die Batterien. 30 Sekunden später geht es weiter. So, das ist auch vollautomatisiert. Das ist schon echt ein super Prinzip. Warum steht hier 99 und nicht 100% Autonomie? Das ist genau der Schlüssel, warum wir im Gegensatz zu den Mitbewerbern schon kommerziell diese Leistung haben. Also natürlich machen wir auch Marktbeobachtungen und wir sind auch nicht die einzigen, die kleine Lieferroboter herstellen. Es gibt so 30, 40 Mitbewerber weltweit. Alles, was wir aber darüber wissen, ist, die sind weder kommerziell im Einsatz, noch haben sie 10% insgesamt, alle 40 Unternehmen zusammen, der Kilometer auf dem Buckel, die unsere kleinen Roboter haben. Warum funktioniert das? Wir haben 2 Operation Center, eins in Europa, eins in den USA. Und der Roboter hat halt eine komplette Sensorik, die auch super funktioniert. Aber dadurch, dass wir halt das Sicherheitslevel so hoch und bei den 170.000 Kilometern ist noch nie eine Person zu Schaden gekommen. Und toi, 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 dass das so bleibt, weil das würde das Businessmodell erstmal in Deutschland zumindest auf die nächsten 2 Jahre lahmlegen. Das heißt, der Roboter kommt an eine große Straße, die Sensoren sagen, boah, alles super oder hey, da ist alles voll mit Autos und ich weiß nicht, was ich machen soll. Das heißt, es schaltet sich jemand aus dem Operation Center drauf und sagt, ja, kann's fahren. So, und dann, das ist sozusagen das menschliche Auge, das menschliche Backup und deshalb sind wir so sicher unterwegs, wie wir unterwegs sind. Zur Geschwindigkeit hatte ich auch gerade schon was gesagt, 6 km/h ist diese rechtliche Schwelle. Aber das ist auch das, was ihn so sicher macht. Er ist quasi ein Fußgänger und im Zweifel bleibt er halt stehen und wartet. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Pizza kalt wird. Dann legen wir nächstes Mal einen Gutschein rein und entschuldigen uns. Kann natürlich passieren, ist aber eigentlich eher die Ausnahme, muss man sagen. Das macht ihn aber auch so sicher. Also im Zweifel, ihr seht, er hat keine Ecken, keine Kanten. Steht der halt da? Gut, wenn ich halt auf meinem Handy irgendwie gerade Facebook gucke oder was auch immer und da drüber falle, kann auch sein, dass ich gegen eine Laterne laufe, das würde ich jetzt nicht dem Roboter zuschreiben. Und wir haben unsere eigene Videoanalyse-Software und Sensorik entwickelt, die uns eine Standortbestimmung auf 3 cm genau macht. Also wer sich so ein bisschen mit GPS auskennt, keine Chance. Also wenn ihr 30 cm habt mit GPS, habt ihr schon ein verdammt gutes GPS-Signal. Aber jetzt zum Beispiel am Beispiel von so einer Bühne, 30 cm auf der Bühne oder neben der Bühne ist schon genau der Unterschied, der mich Kopf und Kragen kosten kann. Und das sind unsere eigens entwickelten Sensorik-Software-Tools, wie man so schön nennt, die uns das erlauben. So, habe ich noch was vergessen? Genau, Computeranalyse-Software ist eine Sache, Videoanalyse-Software ist eine Sache, dann haben wir Radar. Nachtsicht natürlich, weil wir auch nachts fahren wollen. Meistens hat man ja auch Abendshunger oder im Winter, wenn es regnet, dann möchte man bestellen, dann sind die Peakzeiten. Warum ist das auch so interessant? Warum ist das Businessmodell auch interessant? Wir haben momentan fast Vollbeschäftigung und die Lieferdienste haben wirklich Probleme, Leute zu finden, weil im Winter bei 3 Grad Nieselregen in Hamburg und Minimum Lohn ist nicht so attraktiv, mit dem Fahrrad Sachen auszuliefern, sondern kann man auch im Lager irgendwas einräumen. Und die haben echt Probleme, zu den Hauptzeiten Lieferfahrer zu finden. Und da können wir natürlich Abhilfe schaffen. Die werden nur bezahlt, wenn sie arbeiten. Wenn nicht, stellen wir die aus. Haben wir auch nichts verloren, da meckert keiner. Das ist ganz schön. Wir sind fest davon überzeugt, dass sich das durchsetzen wird, das System, in irgendeiner Weise. Und ich habe jetzt noch 5 Minuten auf der Uhr, das heißt, wir können auch noch in eine kurze Fragerunde gehen. Ich kann auch hier nochmal unsere Webseite, falls da jemand auf mich oder auf uns zukommen möchte, noch ein paar Hintergrundinformationen sammeln möchte. Ansonsten würde ich diesen Würfel nochmal nutzen und ihn in die Runde werfen, um zu gucken, ob jemand eine Frage hat. So, du musst mal gucken, wie du das anstellst. Ich glaube, man muss da einfach irgendwie draufdrücken oder so. Hallo. Super spannender Case. Ich hätte eine Frage, also Businessmodell ist ja immer spannend. Was kostet denn euch in der Herstellung ein Roboter? Das ist eine sehr gute Frage, die ich definitiv nicht beantworten werde. Aber das bringt mich zu einer anderen Frage, die ich oder beziehungsweise zu einer anderen Antwort, die ich noch gar nicht erwähnt hatte.
wie funktioniert denn das Businessmodell? Wir verkaufen die Roboter nicht, weil das wird sich aufgrund, so wie die Operations aufgebaut sind, gar nicht möglich machen lassen, dadurch, dass wir halt ein Operations Center haben, die Wartung auch selber übernehmen, die ganze Software selber entwickeln. Das heißt, es ist entweder Robot as a Service, nennen wir es, also du mietest das, wenn du sagst, für dein Geschäft, für deinen Campus willst du exklusive Roboter haben, dann sagst du halt, du willst 3 Stück oder 30 Stück oder was auch immer die Anwendung ist, und dann stellen wir das stundenmäßig in Rechnung. Oder das andere Modell ist, für den Endkunden, der sich was aus dem Supermarkt bestellt, kostet es dann halt pro Lieferung, aber halt nicht die 5 Euro oder 10 Euro, die Rewe nehmen würde, oder 15 Euro, was das Taxi kosten würde, sondern 1-2 Euro ist die Zielvision. Und das ist auch das, was wir jetzt zum Beispiel in England machen. Die zahlen halt 1 Pfund, in den USA zahlen sie 2 Dollar. In Deutschland wird sich das auch irgendwo auf dem Niveau einpendeln. Und ob diesen Euro dann das Unternehmen bezahlt oder der Kunde, das ist quasi dem Unternehmen überlassen. Das ist so ein bisschen Amazon Prime. Wenn die sagen, ja, wir machen ein Abo-Modell zum Beispiel, könnt so oft bestellen, wie ihr wollt, dafür müsst ihr halt 10 Euro im Monat zahlen. Das ist halt auch natürlich eine Möglichkeit. Aber das ist dann dem Unternehmen selbst, weil das ein Domino's zum Beispiel zahlt uns, der Kunde zahlt es nicht. Bei Foodora ist es anders. Wer sich schon mal bei Foodora was bestellt hat, zahlt man, glaube ich, 3 Euro. So. Das ist aber dann dem Unternehmen überlassen mit den Endkunden. Ja. Noch Fragen? Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Noch jemand eine Frage da hinten? Ich werfe den mal lieber so ein bisschen. Jo. Ja, hallo. Ich wollte fragen, gibt es das Modell auch, dass ich das zum Beispiel auf einem Firmengelände, also wir haben eben Campus gehört, aber dass ich das auch nach Indoor verlagern kann, dass das Gerät eventuell Aufzüge fährt und ich damit in-house eine Postverteilung oder sowas, wenn ich sowas noch habe, dann realisieren kann? Genau, also ja, mit einer Einschränkung. Die können genauso gut Indoor fahren mittlerweile, wie sie draußen fahren können. Sie sind zwar für draußen gebaut, aber das ist egal. Ihr seht, keine Hände, keine Kekse. Also er kann keine Türen selber aufmachen. Er kann auch nicht auf den Aufzug drücken. Lässt sich aber alles technisch lösen. Also wenn ich zum Beispiel eine Lichtschranke habe beim Firmengelände, die ein Tor aufmacht, dann fährt er da durch. Es lässt sich auch über zum Beispiel RFID-Funk mit dem Fahrstuhl verbinden, würde aber natürlich eine Nachrüstung bei den Fahrstühlen auch bedeuten. Und das ist immer so ein bisschen dann der prohibitive Preis. Aber prinzipiell ist es möglich. Wir machen es auch schon auf Firmengeländen, liefern wir zum Beispiel für die Instandhaltung, wie nennt man das, Spare Parts, Kleinteile aus, die halt brauchen, Schrauben, alles, was die zur Maschine reparieren brauchen, Hauspost auch ein großes Thema. Es gibt bei vielen großen Firmen, die auch auf uns zukommen sind, die nutzen noch Rohrpost, also so in der Industrie. Das sind halt riesig alte Gelände und die Wartungskosten werden aber mittlerweile so hoch für die Rohrpost, dass sich das nicht mehr lohnt und die andere Möglichkeiten suchen. Und auf Firmengeländen ist halt das Schöne, wir können halt quasi morgen anfangen, weil es keine gesetzlichen Regelungen gibt. Solange der Eigner oder der Betreiber sagt, es funktioniert, legen wir los. Die werden automatisch getauscht. Wir haben Batteriewechselstationen, so kleine Hundehütten, Pots nennen wir die. Fährt der Roboter rein, fährt er weiter. Also 3 Minuten Downtime. Das ist weniger als ein Bio-Break für die Mitarbeiter. So, letzte Frage mit Blick auf die Uhr, falls noch eine da ist. Ansonsten, wir sind auch noch hier. Würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr Anwendungsfälle findet und auf mich zukommt. Und dann setzen wir ein schönes Pilotprojekt auf. Dankeschön.